So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Ein Part nehme ich noch auf zum Frank. Dann haben wir auch, glaube ich, alle seine aktuellen Level durch. Und ich muss halt auch vor allem viel, was wollte ich sagen? Viel vorproduzieren, weil ich hätte ganz gern die Woche voll. Deswegen, wenn ihr jetzt irgendwie was geschrieben habt in den neuesten Videos, dann dauert es eine Weile, bis ich darauf eingehen kann. So, gut, Dry Rafting Inc. When you want to cross a dangerous ramp, there's only one company you call. Nämlich die da. Alles klar. Los geht's! Wir wollen also einen Sumpf überqueren und werden von Dry Bones rübergebracht. Weiß er nicht, ob das so gut ist, aber hey. Who you gonna call? Dry Rafting. Ah, Mensch. Achso, die. Ich kann. Aber die Kinder. Die gehen nicht kaputt. Stimmt. Geht das auch wieder hoch? Ja. Okay. Ah! Blöd. Aber das kriegen wir hin. Die sind zum Glück relativ schön zu steuern, muss man sagen. Also die sind wirklich angenehm. Da gibt's nichts. Also das werde ich hier niemals auf Steuerfehler oder sowas beziehen, wenn ich hier Quatsch machen sollte. Weil das ist wirklich angenehm zu steuern. Kann man nichts sagen. Oh, ich muss wieder runter. Nein! Ich muss wieder runter! Nee! Ich wollte den nicht nochmal anspringen. Ich wollte den nicht nochmal anspringen. Warum tue ich es denn dann? Na, mit denen würde ich auch tatsächlich selber so einen Fluss überqueren. Das, scheint mir sehr sicher. Für den ganzen Quatsch, der während der Fahrt passiert, können die ja nichts. So, jetzt ein bisschen schneller hier durch. Wir wissen Bescheid. Perfekt. So. Jetzt ist nur die Frage, kriegen wir irgendwann einen Checkpoint oder... ist ein Stück Level. Also langsam wäre ein Checkpoint cool, wenn es welche geben sollte. Oh Junge. Oh Junge. Ja, danke. Puh. Zweiter Teil. Ja, das ist das, was ich meine. Checkpoint technisch ist ja einfach... ist ja einfach voll dabei, der Frank. Da sind wir Freunde, was Checkpoints angeht. Oh mein Gott. Nein! Ach. Tschüss. Leider checken die nicht, wenn sie ihren Passagier verlieren. Das ist ein bisschen ungünstig für ein Unternehmen. Na, also Kundenorientierung. Können wir noch drüber reden? Ist noch nicht ganz so optimal, aber... ist dafür eine sehr günstige Firma. Unternehmen. Man sollte immer Unternehmen sagen. Firma ist nur der Name. Oh, boy. Okay. Ah, das sieht unschön aus zum Springen. Oi, oi. Ach Gott, ach nee. Oh Gott, ich dachte schon. Aber ich muss jetzt schnell rüber, weil die sind hier gleich wieder da. Ja. Geh weg. Auch noch eine rote. Oh, yes. Sehr gut. Uiuiuiui. Schönes Level. Aufregend, aber schön. So.
Noch zwei. Dann sollten wir alle von Frankie durchhaben. Cloud Top Castle ist das, wo ich glaube am längsten brauche. Weil bei 2% Abschlussrate könnte das doch ein bisschen dauern. Dangerous Castle in the Sky. Enter at your own risk. Alles klar, machen wir. Profi. Profispieler. Okay, danke fürs Zuschauen. Nein. Ach, komm. Springe ich einfach nicht. So. So geht das nämlich. Geht die irgendwann weg, die Wolke? Ich hoffe... Oh mein Gott. Ja, selbst wenn nicht, ich muss hier rein. Okay. Den Flug müssen wir schon mal nicht mehr machen. Ach so. Das ist ganz schön schnell steigende Lava. Hm. Oh nein, ich hätte die nächste nehmen sollen. Ha 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 ha. Ich wollte der Fahne extra aus, der Röhre extra ausweichen, weil ich dachte, da kommt was Böses raus. Dem war nicht so. Das kostet halt ein bisschen Zeit, die Wolke zu wechseln, ne? Okay. Uff. Das steigt ganz schön schnell. Wie kommt eigentlich in ein Wolkenschloss Lava? Wie ist das denn passiert? Ich habe Fragen. Jetzt bin ich so schneller. Und da ist die nächste. Einfach hoch, einfach hoch, einfach hoch, einfach hoch. Keine Zeit für Fragen. Einfach durch. Oh, ich krieg keinen Checkpoint. Das macht mich gerade ein bisschen traurig. Ah, lass mich da durch. Nein, ich muss den auslösen. Nein, ich muss da hoch. Ich muss... Ach, ich bin so doof. Ich bin so doof. Ich hab's nicht verstanden. Ich dachte, ich muss die Wolke so positionieren, dass ich durch die Tür kann. Nein, da ist noch ein Off irgendwo, den ich auslöse. Oh, nee. Mist. Da ist ja noch ein Off irgendwo, den ich auslösen muss. Scheibenkleister. Nein! Zu schnell. Aber hier sollte ich abspringen und dann schnell weiterlaufen, dann bin ich nämlich schneller. Ah, das war jetzt ganz schlecht. Das war jetzt richtig schlecht. Das werde ich nicht mehr hinkriegen. Das ist vorbei. Die Nummer ist durch. Die Nummer... Ja, ich meine, selbst wenn ich den oft noch kriege, da komme ich auf keinen Fall mehr... Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt machen sie mir aber richtig schwierig hier. Lauf! Ah, ich habe halt jetzt das echtes Problem, dass ich die viel zu nah dran habe. Hier könnte ich eigentlich auch direkt die Wolke abgeben, ne? Das geht alles schneller ohne Wolke, ja. Mist, 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 Mist. Ich brauche gar nicht weiterspielen, weil ich ab da den Teil hier nicht mehr schaffen werde. Na, jetzt muss ich ja bis da hoch. Und das schaffe ich jetzt nicht mehr, hier runterzukommen. Geh durch die Tür! Oh mein Gott! Sind das nur Leben? Okay, dann durch. Okay, es geht auch so. Ich hatte echt Angst.
Ich hatte echt ein bisschen Angst. Oh Gott, doch Gott. Ich habe es echt geschafft mit der schwereren Bedingung. Weil ich blöd angefangen habe. Ui. Aber super coole Idee. Boah. Boah. Das war aufregend. Das war ein bisschen aufregend. So, und sein allerneuestes Level ist SDW261. Wie auch immer das jetzt hier zustande kommt. For a Community Project. Ach so. Will be re-uploaded someday. Also brauche ich es eigentlich gar nicht spielen. Was soll's. Das heißt, der hat sich mit irgendwelchen Leuten zusammengetan und hat ein Level beigesteuert zu irgendeinem gesamten Dings. Nämlich SDW, wie auch immer. Ach ja! Das habe ich komplett vergessen. Es gibt ja so eine Map, oder gibt es bestimmt mehrere schon. Es gibt so eine Map, wo Leute so eine Oberwelt gebaut haben. Und da drauf dann praktisch Links gesetzt haben zu Mario Maker Leveln. Oh, ich dachte, da kann ich rein. Und dann Links darauf gesetzt haben zu... Ah, ich dachte, da kann ich hoch. Zu Mario Maker Leveln. Dass man praktisch so eine eigene... ein eigenes Spiel durchspielt. Habe ich jetzt wahrscheinlich furchtbar erklärt. Aber das werde ich auch irgendwann mal, glaube ich, ausprobieren. Also das sind halt sozusagen, ne? Du steuerst dann... Also du spielst halt normal einfach nur die Maker-Level. Ach, ich kann doch da hoch. Du steuerst halt... Du spielst diese Maker-Level, aber... gibst dann praktisch auf dieser Oberwelt ein, welches Level du geschafft hast und welches nicht. Und so bewegst du dich indirekt... Nein! Bewegst du dich indirekt über diese Oberwelt? Die Idee finde ich ganz cool. Weiß nicht, ob ich das jetzt gut erklärt habe. Wahrscheinlich nicht. So. Mit den Ringen habe ich mich ja mittlerweile echt arrangiert. Die sind eigentlich voll okay. Ach, ich... Kriege ich natürlich die Feder nicht mehr. Ärgerlich. Die wäre hier gerade gut gewesen. Ist mein Ernst, in die Lücke zu springen? Ist mein Ernst? Ist mein Ernst, in diese Lücke zu springen, ne? Puh. Ach, Conan, was spielst du denn schon da zusammen? Flop. So. Nicht in den Koopa. So. So machen wir das. Oh, oh, jetzt habe ich die nicht gekriegt, aber ich wollte die eigentlich... Ja, es ist okay. Ist okay. Nein, ich will da hoch. Checkpoint. Yes. So will ich das. Oh no. Oh go. Oh man, man kann mit der Feder so gut sich retten. Karma. Das war's mit der Feder. Muss ich den Teil hier wohl doch richtig spielen. Schade. Kann ich mich wohl doch nicht so gut retten mit der Feder. Eieieieieieieiei. Durch die grüne kommt eine Pflanze. Ja. Geh weg. Oh boy. Okay. Ah, Feder. Nice. Gucken, wie lange wir es überhalten. Ich will es nicht heraus. Ich habe es gesagt, das ist ein Problem. Es ist ein Problem, dass ich das jetzt gesagt habe, weil das wird bedeuten. Ah, wir behalten sie. Okay. Ziel. Goal. Sehr schön. 15 Minuten und wir haben alle Level durch von Frankie Boy.
dann... Oder habe ich was übersehen? Wir gehen nochmal ganz kurz durch. Haben wir alles. Sehr schön. Ich denke nicht, dass es jetzt sich lohnt, hier nochmal zu aktualisieren, aber wir können es trotzdem machen. Nee. Dann habe ich hier irgendwas, was ich noch nicht gespielt habe, was ich irgendwann mal übersehen habe oder wo ich keine Lust drauf hatte. Merkt ihr, wie lange es dauert zu laden? Jetzt geht es nicht mehr so schnell runter. Auch interessant. Ah! Ach, das ist diese... Nee. Ah, das war das Krasse, ne? Ja, das war dieses Krasse. Das kriege ich nicht hin. Nee, das will ich auch nicht von Decay. Das ist mir auch zu schwer gewesen. Verdammt. Ja, das ist alles das schwere Zeug gewesen. Nope. Nope. Hä? Hä, haben wir das nicht gespielt? Hä? Ach, das war das, wo er wieder umgedreht hatte. Ach ja, da hat er neu hochgeladen. Stimmt ja, das hat er neu hochgeladen. Ach komm, 13 Minuten spielen wir jetzt noch das hier und danach hören wir halt einfach auf, wenn wir es nicht hinkriegen, was der Fall sein wird. Ziemlich sicher sogar. Ich kann das halt nur auf dem Kopf spielen. Hier drüben waren irgendwo die ersten. Ja, jetzt habe ich schon den Flugdings verloren. Ah, Mist. Ah, es funktioniert noch genauso, okay. Nein, Mist. Okay. Ja, wir spielen es jetzt einfach noch bis 30 Minuten und dann schließen wir ab. Also wer das nicht sehen will, für die Leute sage ich jetzt schon mal Tschüss. Und der nächste Part wird dann von der Aufnahme her wieder erstmal ein bisschen später sein. Jetzt habe ich erstmal so viel aufgenommen, dass ich die Schulwoche überbrückt habe. Gott, wie ging das denn hier? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Hä? Wait, war da nicht mal was anderes? Hä? Das ist neu. Glaube ich. War da nicht dieser komische Wiggler? Muss ich jetzt praktisch das Dings verlieren? Wahrscheinlich muss ich jetzt das Dings verlieren, okay. Okay, ja gut, dann ist auch egal. Hä, das ist völlig neu! Hä? Was?
ein komplett neues Level. Was hast du getan, Twakes? Das andere ist einfach weg. Wo wir 1,5 Stunden dran saßen. Ich dachte, er hat es einfach nur rumgedreht. Er hat einfach komplett was anderes gebaut. Lull? Lull? Warum? Dann weiß ich jetzt ja gar nicht, wie es geht. Ach nö. Dann weiß ich jetzt doch überhaupt nicht, wie das geht. Hilfe. Dann muss ich nochmal ganz kurz den Hinweis lesen. Neutral Direction after Spring while being in air. Was? What? Was willst du von mir? Ach, ich soll mich nicht umdrehen auf dem Sprungbrett. Okay. Verstanden. Ich soll mich auf dem Sprungbrett nicht umdrehen. Nein! Ach, Mann. Ich merke schon wieder, wie ich schon wieder hier. Aber ich werde bei 30 Minuten aufhören, egal wie weit wir sind. Ist mir egal. Ich werde dann nicht sagen, oh, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und dann ist der Part eine Stunde lang und ich kann ein Jahr warten, bis der hochgeladen ist. Nee. Nein! Oh. Aber dann werden wir das Level wohl doch nochmal spielen müssen. Denn es ist ja ganz anders. Ich dachte, es ist das gleiche, nur umgedreht. Dem ist nicht so. Dem ist überhaupt nicht so. Er hat einen komplett neuen Zwischenteil gebaut. Und wahrscheinlich auch der Endteil anders. Mist. Ich muss das ja echt nochmal spielen. Aber dann im nächsten Part halt. Nicht mehr auf dem. In dem. Aha. Das hätte schon mal funktioniert. Ah, den Teil kennen. Nein, ich hab's verhauen. Aber den Teil kennen wir dann wieder. Okay, er hat also einen Zwischenteil gebaut. Interessant. Okay. So. Okay. Ja, hier einfach nichts machen. Genau, das ist am besten. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. So, und jetzt kommt der Teil. Was habe ich falsch gemacht? Mist, ich habe irgendwas. Ah, ich habe irgendeinen On-Off nicht angeklickt, ne? Das Problem ist, ich weiß noch, wie es auf den Kopf ging, aber ich weiß nicht mehr, wie es jetzt geht. Es ist vom Aufbau her genau das gleiche, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie es auf dem
Kopf ging. Wie es jetzt. Ich muss umdenken. Ich muss es mir angucken. Ich muss es mir erst nochmal angucken. Das hilft nichts. So, den. Dann macht er das da auf. Dann springen wir hier hoch. Nein, den darf ich nicht... Ach, da! Den habe ich nicht angesprungen. Ja, und jetzt müsste ich eigentlich getroffen werden. Genau, alles klar. Gut. Wir sind im Rennen. Das wird nix. Doch, hat sogar gepasst. Cool. Gut. Das war das. Sehr schön. Okay, sehr gut. Nein! Wieso verfehle ich denn sowas? Das ist echt schlecht von mir. Oh, das war neu. Ah, verdammt, jetzt bin ich aber doch wieder auf. Ich will es schaffen. Mist! Und jetzt werde ich... Ah, jetzt werden wir über die 30 Minuten kommen. Nein! Mist. Nein, notfalls spielen wir es einfach beim nächsten Mal. Ich muss es doch nicht jetzt. Es muss doch wirklich nicht jetzt sein. Es ist doch okay. Keiner verlangt, dass es jetzt ist. Also warum mache ich mir das selber so einen Druck? Das ist völliger Quatsch. Wenn es jetzt noch nicht klappt, dann ist es halt so. Doch egal. Hasse alles. Ach Mann, geh ich noch extra zurück und verhaus trotzdem. Oh. Warum treffe ich das denn nicht mehr? Ich bin ein bisschen arg nah an den Stacheln gewesen, aber alles gut. Alles gut. Okay. Alles gut. Vielleicht treffen wir den Koopa jetzt nochmal. Nice. So, wie ging das jetzt hier? Nein! Was ist denn da oben? Ich hab den da oben nicht... Ich hasse alles. Oh, okay. Da oben muss ich dann auch nochmal die erwischen. Okay, letzter Versuch. Wenn es jetzt nichts wird, machen wir es beim nächsten Mal. Kein Problem. Das Ende ist nämlich auch nochmal neu. Das muss ich auch erst nochmal lernen, glaube ich. Oh.
Ciao. Beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.